Ja, was geht denn jetzt ab? Plötzlich bin ich in Köln beim Kotaska in der Küche. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Viele wissen, Mario und ich haben eine bewegte Vergangenheit gemeinsam und wollten sehr, sehr gern ein Video zusammen machen. Denn Mario kocht nicht nur, er schreinert jetzt auch. Ja, aber die allerwichtigste Frage ist, wie geht's im Hals? Meinem Nacken, ja, dem geht's dem scheiße. Nacken. Also ich bin gerade sehr stolz, dass ich, aber ich muss mich immer so ganz eindrehen. Körperdrehung? Ja, ich habe mir heute Morgen, glaube ich, einen Nerv eingeklemmt, passend zu unserem heutigen Dreh. Ich backe, er ist der Koch, also macht er was Herzhaftes, natürlich Veggie, extra für mich, wahlweise aber auch mit Speck möglich. Ich wollte dir ja den Gefallen tun und wenn ich dich schon hier begrüßen darf für mir zu Hause, dann richte ich mich natürlich gerne für den heutigen Tag oder für den Moment unseres Zusammenkochens nach deinen Wünschen. Deshalb gibt's was Vegetarisches und ich habe mir was echt Cooles einfallen lassen. Aber vielleicht erzählst du mir zuallererst mal, was ich jetzt machen darf. Also ich möchte gerne einen Chocolate Pancake machen mit einer gegrillten Ananas, die wir draußen auf deinem Ei grillen. Ja. Was das bedeutet, das seht ihr gleich. Und dazu solltest du mir mal die Ananas zerlegen. Und ich mache hier ein bisschen Teigsachen. Wir haben hier die trockenen Zutaten und hier die flüssigen. Und wie immer bei den amerikanischen Rezepten, einmal die flüssigen richtig schön schaumig aufschlagen und die trockenen Zutaten miteinander vermengen. Hinterher bringen wir alles zusammen. Das gesamte Rezept findet ihr natürlich unten in meiner Beschreibung und auf meiner Website zum Nachbacken. Chocolate? Achso, Chocolate Pancakes. Chocolate Pancakes? Ja. Chocolate ist einfach nur, dass ein bisschen Backkakao reinkommt. Ja, aber so klingt es ja viel geiler, wenn du sagst Chocolate Pancakes. Ja. Also auf Deutsch würde man sagen Schokoladenpfannkuchen. Ja. Klingt aber nicht so cool. Nee, und Pfannkuchen ist ja auch was anderes. Also es gibt speckige Pfannkuchen. Ja. Ein schönes Battle zwischen meinen Eltern kann man auch auf YouTube sehen. Mein deutscher Vater mit den deutschen Pfannkuchen versus meine Mutter mit den amerikanischen Pancakes. Und da ist schon ein Unterschied. So, ich habe das ja jetzt nur übersetzt. Pan für Pfanne, Cake für Kuchen. Pfannkuchen. Ja. Wo ist der Unterschied? Also der Pancake ist kleiner und fluffiger und backt höher. Und der Pfannkuchen ist größer und speckig. Also ich finde, die sind so speckig. Weißt du, was ich meine? So. Klar weiß ich, was du meinst. Ja. Was hast du denn alles für Zutaten jetzt? Chocolate natürlich, also ja, Kakao. Genau, also Backkakao, Natron, Backpulver, Salz und Mehl. Und dann habe ich hier Buttermilch. Because they're based on buttermilk pancakes. So we need buttermilk. Und dann Öl, Vanille, Paste. Mir immer persönlich sehr wichtig, nicht das grisselige, ekelhafte, weiße Aroma nehmen, sondern was Schönes, Dunkles. Und ein Ei. Wir haben ein Ei. Oh, bitte, bitte, bitte. Das muss ja, so viel Zeit muss sein. Das ist nämlich ein besonderes Ei. Denn das Ei haben wir eben noch geerntet im Garten bei den Hühnern. Ich weiß jetzt so nicht, ob es von Bertha oder von Curry ist. Er hat einen Huhn, das heißt Curry. Curry-Huhn. Ja. Okay, dann leg los. Genau, ja. Ich fange an mit den Also kann ich auch schon mischen. Du kannst das Ei. Du darfst sehr gerne loslegen. Dafür habe ich hier diesen Eierhalter. Ja, das ist kein Aschenbecher. Das ist ein Eierhalter. Mario, kannst du einmal die Haut, ich finde die immer etwas zäh, wenn die dran bleibt, abmachen und dann brauche ich den Strunk in der Mitte raus. Also ich hätte gern die Ringe. Ringe. Die es in der Dose gibt mit Saft. Richtig. Machen wir selber. Ja, genau. Ganz spektakulär schneide ich jetzt unten die Ananas ab. Und dann finde ich ja wichtig, dass wenn man die Ananas sozusagen rasiert, dass man das auch so großzügig macht, dass diese kleinen Nupsis hier drinne. Ich zeig dir das mal. Wie heißen die? Ich sage Nupsis dazu. Hier, die. Die hier, die müssen richtig tief weg, weil das ist so holzig. Und wenn man da drauf rumbeißt, finde ich das vom Mundgefühl her, vom Mouthfeeling, immer so ein bisschen ekelhaft. Das ist richtig. Immer so knapp daneben und dann so versuchen, mit dem Messer der Rundung der Ananas zu folgen. Ich mische mal ein paar trockene Zutaten. Ich finde es super krass, dass du jetzt auf dieser Kochstation schneidest. Ja, weil das ist eine Schneidestation übrigens. Das ist eins dieser Möbel, mit dem eigentlich alles, du hast ja eben meine Schreinerkarriere angesprochen. Eine Karriere ist es noch lange nicht, aber ich mache in der Tat jetzt Möbel, also Schneidebretter und Küchenmöbel. Und das finde ich persönlich super geil, weil es gibt auch eine Outdoor-Station, die seht ihr später. Weil ich hätte sowas super gerne. Also draußen kochen ist schon mit das Geilste, was du machen kannst. Auf jeden Fall, aber auch drinnen kochen ist ja im Alltag immer ganz wichtig. Und dieses Möbel habe ich mir bei meinem Schreiner so gewünscht. Es ist portabel, es hat hier unten eine Schublade, in die wir jetzt mal nicht reingucken. Weil jeder Haushalt hat so eine Bordellschublade. Das ist diese hier. Und das Coole ist, ich wollte halt immer hier drauf arbeiten können. Und ich wollte dann nie mit den Händen zum Mülleimer laufen, weil
Das kennst du selber, ne? Zwiebel, Spargel, alles fällt irgendwie runter. Und dann kommst du am Mülleimer an, kriegst dann den Mülleimer nicht auf. Und deshalb ist das hier nicht nur ein Eierhalter, sondern hier kann ich jetzt gleich meine... Das ist so cool. Meine Abschnitte, ja. meinen Müll sozusagen, den ich nicht mehr brauche, reingeben. Für jeden, der kocht, weiß, dass das ein Traum ist. Für jeden. War das Deutsch? Man muss allerdings eins machen, man muss das Ding dann ab und zu mal ausleeren, wenn es voll ist. Natürlich könnte man jetzt hier auch ein Arbeitsbrett drauflegen, aber das ist echt eine 4 cm massive Eiche-Kopfholz-Arbeitsplatte. Die ist dafür gemacht, dass man darauf arbeitet. Und wenn dann diese Arbeitsplatte mal ein bisschen benutzt ist, du hast das heute Vormittag gesehen, habe ich es extra noch für dich neu zubereitet. Ich habe die ja wirklich abgeschrubbt und dann mit einem ganz normalen, in dem Fall war es ein Maiskeimöl, beträufelt und mit Küchenpapier wieder glatt poliert. Und dann blüht die wieder so schön auf und du kannst weiter drauf arbeiten. Sau gut. Ich würde jetzt mal das Öl zu meiner Buttermilch geben und dann noch gerade das frische Ei von der Curry reinhauen. Oder Bertha, man weiß es nicht. Oder Bertha. Das ist immer noch warm, das ist so krass. Das sind Eier ohne Stempel. Die haben dafür, man muss sie halt gut abwaschen, wenn man sie aus dem Stall holt. Ja. Aber du siehst auch jetzt schon von der ganzen Pralligkeit des Eigelbs, das, also frischer als das Ei geht einfach nicht. Du kannst die Ringe aber auch ein bisschen dünner schneiden. Ja. Du hast gesagt, wir wollen sie grillen. Ja. Nee, dann nicht? Ja, wenn du die zu dünn machst, wenn ich nämlich dann... Okay. Weil du kannst ja diese Ananas jetzt so grillen, so stelle ich es mir zumindest vor, dass sie so ganz leicht karamellisiert auf dem Rost, dass sie schwarz wird. Ja, ich will sie noch ein bisschen mit Ahorn bestreichen. Ja. Dann würde ich die jetzt nicht viel dünner machen. Nee, da macht dich. Weil dann später beim Flippen irgendwann... Vertraue dir blind. Kannst du auch. So, das habe ich. Also ich habe jetzt 6,5 eingestellt. Ja, das ist gut. Du hast ja das identische Kochfeld, das heißt, die Erfahrungswerte sind die gleichen. Ja, ich möchte hier diese ganzen Geräte auch nicht mehr missen. Nee. Das weißt du, wir haben uns ja da schon auf einer Messe auch mal zusammen ausgetobt. Ja. Vor dem lämsten Publikum ever. Bei einer Kochvorführung war das so. Mario hat direkt mal das Publikum beleidigt. Also es sollte keine Beleidigung sein, aber es war so, wir beide standen da, haben gefragt, okay, seid ihr bereit, wollt ihr wissen, wie es geht, wir zeigen es euch. Und die Reaktion war... So. Und da habe ich gesagt, ja, wie lame seid ihr denn? Ja. Und dich hat es da weggehauen. Ja, da hat es mich weggehauen, ich konnte nicht mehr. Aber du hast auch noch gesagt, ihr seid nach 5 Tagen Messen auch so richtig schön durchgeorgelt. Ja gut, also nach 5 Tagen Messe, da rutscht einem schon manchmal... Wir waren auch durchgeorgelt. Ja, da kommt schon manchmal, wie viele Kochvorführungen haben wir gemacht? 4? 3 am Tag. 3 am Tag? Genau, 5 Tage lang. Da bist du schon durchgeorgelt, ne? Ja. Es gibt ja auch so Pedanten, die Wert legen auf ein gepflegtes Stück Butter, ne? Also kennst du diese Leute? Wie? Die, also da siehst du ja... Dass die Butter hier gut aussehen, ne? Da sind noch Toastbrotkrümel dran, vom Toastbrot schmieren. So sieht meine Butter zu Hause auch aus. Ja. Die muss zermetzelt werden. Und dann gibt's aber Leute, die echt wirklich total pinzig drauf sind und sagen... Wer war denn da schon an der Butter? Nur hier anschneiden oder oben abkratzen. Geht gar nicht. Nee. Ich bin auch immer jemand, der reinmanscht. So, guck mal, wenn das so riecht, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Soll ich nicht ein bisschen, ist der in der Mitte da richtig oder muss die Pfanne weiter runter? Sherry, du hast das gleiche Kochfeld wie ich. Ja, eigentlich runter. Ja. Die Butter gibt ihr ersten Töne von sich. Über Butter kann ich ja stundenlang philosophieren. Ja. Ne? Also ich finde allein jetzt schon... Deshalb die Frage, Öl oder Butter, ich würde immer Butter vorziehen. Allein jetzt schon, wenn die Butter zerfließt, verströmt sie ja dieses schön säuerliche Aroma. Mhm. Und dann gibt es ja so verschiedenste Phasen bei der Butter. Die fängt jetzt ganz leicht an aufzuschäumen. Und dann weißt du ja auch, ich persönlich liebe dieses Würzmittel braune Butter. Wenn dann dieser Prozess, also die Butter fängt langsam an aufzuschäumen, dann ist in Butter immer so knappe 82% mindestens Fett drin, der Rest ist Wasser. Und wenn dann das Wasser in der Butter verdampft ist, dann wird die Butter still. Und das ist der Moment, wo sie kurz davor ist zu bräunen. Und wenn dann dieser Duft von dieser gebräunten Butter morgens durch die Küche weht, dann ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass das ein guter Tag wird. Also wenn irgendjemand über mich so reden würde wie du über Butter, dann hätte ich einen Jackpot. Ja, da können wir an dieser Stelle vielleicht auch einen kleinen Aufruf starten, wenn du möchtest. Oh Gott! Nein! Und jetzt verrat mir nochmal, mir deutschen Pfannkuchen, Otto, was ist jetzt genau der Unterschied? Was ist da alles drin?
Ja, das Backpulver. Backpulver, kommt, das treibt jetzt wahrscheinlich, genau, dann werden die fluffy. Richtig. Und Natron. Genau. Okay. Aber jetzt passiert hier schon, guck mal da, passiert das, was ich mit dieser Butter meinte. Die wird jetzt hier so schön bräunlich. Ich liebe Nussbutter. Oh ja, ich auch. Ich könnte mich einreiben damit. Kannst du alles mit würzen. Oh, fuck. Ist das ja nicht bei Instagram genauso, dass man nicht so oft fuck sagen soll wie im Fernsehen? Ich sag's fuck so oft ich will. Brach nur ganz vorsichtig. Der Mario hat mich einmal ermahnt in der Küchenschlacht, weil ich nur am Schimpfen war. Es würden auch Kinder zugucken. Ich sag, welche Kinder sind um die Uhrzeit nicht in der Schule? Na, 14.15 Uhr kann man aber schon zu Hause sein aus der Schule, ne? Richtig. Ey, wir müssen jetzt noch einen machen, weil der... Der sieht scheiße aus. Ich hätte jetzt gesagt, der sieht nicht ganz so schön aus. Aber das ist ja vielleicht der Unterschied zwischen dem Fernsehen und diesem Instagram, dass man da echt auch schimpfen darf. Guck doch mal, was Tellerchen hier. Ja. Meine Frau gekauft. Also, ja, die hat ja eh Geschmack. Also mit seinem Material. War doch ein ganz cooler Typ, ja, stimmt. Die hat echt Geschmack, ja. Ja, das war jetzt gar nicht, wie ich es meinte. Was ist ein... Was kann ich denn jetzt noch gegen dich tun? Weißt du, was ein Stack ist? Nee. Ein Stack of Pancakes ist, wenn man die... Ein Stapel! So, ja, genau, ein Stapel. So, und während wir jetzt die nächsten reinmachen, würde ich sagen, gehen wir grillen. Ich nehme jetzt einfach mal eins von meinen neuen Brettern mit, weil die eignen sich natürlich auch super zum Transportieren. Und ich erkläre dir auch gerne so ein bisschen über die Bretter, was das Besondere daran ist. Denn dieses Material, aus dem die sind, um es in deinen Worten zu sagen, ist the hottest shit. Ja, nimmst du auch dieses Brett hier mit? Welches? Mich. Achso, dich. Du kommst auch mit, ja. Aber was machen wir mit den Pancakes? Ja, die lassen wir hier mit 6, ist gut. Ja. Temperatureinstellung. Ja. Von Jacke. Ja komm, aber ein bisschen Spaß machen darf es ja, das Ganze, ne? Wäre ja ganz schlimm, wenn wir jetzt nur auf der Arbeit sind. Echt so. Okidoki. So. Ich werf mal einen Blick in den Grill, ja. Die sollen jetzt karamellisieren, oder? Ja. Okay. Und ich möchte, dass die so richtig geile Grillrillen haben. Ja. Also bemühe dich. Kriege ich hin. Weißt du auch warum? Ich habe gerade festgestellt, ich habe den Grillrost von vorgestern noch nicht richtig lecker geputzt. Lecker, oh geil, ja. Nee, so ein paar Schweinearomen da drauf. Nee, ich habe ja ganz vegetarisch gegrillt. Aha. Weil ich habe ja geübt, das Gericht, was ich dann noch später mache. Und da sind jetzt, also ich sag noch gar nicht, was da drauf nee, ist. Nee, mach das nicht. Aber ich sage, es geht auch um Früchte. So, und hier streiche ich jetzt einfach noch ein bisschen Ahornsirup auf die Ananas, damit es noch geiler karamellisiert. Der, was total geil ist, ist auf so eine gegrillte Ananas zu der Süße Pfeffer. Hast du Pfeffer hier? Ich habe einen richtig geilen Pfeffer da, einen roten Kampott-Pfeffer. Der ist so leicht ätherisch, fast minzig. Mhm. Und es könnte total geil gehen. Ja. Soll ich den mal holen schnell? Jetzt vorher oder hinterher drauf? Danach, danach. Sonst verbrennt er. Dann machen wir drin, komm, oder? Lass mal grillen. Guck mal. Darf ich? Mhm. Geil. Das könnte unser Glückstag werden heute. Ja. Ich hab richtig Bock. So, das ist jetzt das Geheimnis, um diese Grillrillen zu kriegen. Genau wie bei den Pancakes vermutlich. Weil man darf jetzt nicht zu früh rumdrehen. Nee, und genau. Du siehst ja hier schon, dass an dieser Stelle hier geht die Ananas so ein bisschen schon in die Knie. Das heißt, da fängt sie an, weich zu werden. Aber wenn du denkst, du wolltest sie rumdrehen wollen, dann am besten noch 30 Sekunden warten. Ja, aber war eine gute Entscheidung, sie doch nicht so dünn zu schneiden. Es war eine gute Entscheidung, auf dich zu hören. Zufall. Manchmal muss man nur Glück haben beim Kochen. Das ist anders als beim Backen. Ja, richtig. Beim Backen ist alles Maßarbeit. Auf alle Fälle schnuppert es total geil, weil ich habe hier so eine ganz spezielle Kohle auch. Da gibt es ja auch Unterschiede. Mhm. Und das ist eine mit Kräutern verköhlerte Kohle. Das heißt, die hat so eine schöne, vielleicht riechst du es auch. Das riecht nicht so wie diese klassische Holzkohle, sondern die hat so ein bisschen Flavor, diese Holzkohle. Ich mache mal kurz den Deckel zu. Ein Kugel-Keramikgrill. Aha. Big Green Egg. Die Farbe gibt es vor und das nennt sich halt das Ei, weil es die Form eines Eis hat. Ja. Und das ist eigentlich für zu Hause das Ding, mit dem ich, du siehst es ja auch schon, ich habe das habe ich bestimmt schon über 10 Jahre. Mhm. Und das ist eigentlich auch bei uns in der Familie wirklich mindestens einmal in der Woche im Einsatz. Weil die Grillsaison hört ja am 31.12. auf. Und fängt am 1.1. eigentlich schon wieder an. Grillst du das ganze Jahr durch? Wir grillen eigentlich schon viel, ja, viel. Oh, Mutter! Hör mal, also wenn das nicht geil aussieht.
Glückstag heute. Hammer. Ist es so, wie Sie sich das vorgestellt haben, Frau Kürten? Ja, genauso, wie ich das gerne wollte, ja. Sehr gut. Ich lasse dich gleich mal von diesem Pfeffer probieren. Mhm. Kannst du dann entscheiden, ob du das möchtest. Aber das gibt noch mal so eine... Das hebt die Ananas mit dieser Süße und der Schärfe noch mal in so eine andere Ebene. Ich vertraue dir voll. Das sieht halt leider geil aus, ne? Ich traue mich ja kaum zu sagen, aber... Mensch, da hatte ich aber mal wieder eine tolle Idee. Mario, ich arbeite ja auch gerne mit Profis. Weißt du, so ist es ja nicht. Also ich finde es ja auch geil, wenn es klappt. Ja. Also ich glaube, wenn du ins Fernsehen oder auf Instagram willst als Ananas, ne, dann müsstest du ungefähr so ausschauen, als gegrillte Ananas. Ja, das ist wohl richtig. Die, würde ich sagen, sind fertig. Ja, gut. Dann laden wir hier wieder um. Und dann rein zu unseren Pancakes. Ja, übrigens auch ein schöner Transporter sehe ich gerade hier. Diese ja, die Bretter sind geil. Ich werde dir gleich noch so ein bisschen was über die Eigenschaften erzählen, weil die sind natürlich hitzebeständig bis 175 Grad. Aber der absolute Clou an den Teilen ist, dass sie in die Spülmaschine können. Und das ist mein Highlight. Der Grill wartet hier auf kleiner Flamme, weil den werden wir gleich noch brauchen für mein Gericht. Genau. Und jetzt habe ich das, was ich dir eben versprochen habe. Ja. Kampottpfeffer. Der ist ganz leicht rötlich. Mhm. Und ich stoße den jetzt einfach mal an. Und dann kannst du mal dir so eine auf die Zunge legen. Und kannst mal so ein bisschen hin und her juggeln. Also Pfeffer, mhm, ja. Aber du merkst, dass der so eine Ätherigkeit hat. Der ist so, mhm, der ist so frisch. Und das würde ich empfehlen, aber wirklich auch nur in kleinen Dosen. So für den Kick. Hier so mit drauf zu ballern. Mhm. Wenn du dann da drauf rumkaust, dann hast du Pfeffer, dann hast du dieses Ätherische und hast aber dann trotzdem noch dieses Karamellsüße von der Ananas. Ja. Finde ich ziemlich sexy, ja, muss ich sagen. Ich finde das hier gerade alles ziemlich cool. Ich mache jetzt noch ein bisschen Creme Fraiche mit, ich finde ja immer, wenn man... Scharf ist schon, ne? Ja. Wenn man Buttermilch kauft für ein Rezept, dann hat man immer diesen ganzen Pott übrig, weil die gibt es ja nie in klein. Deswegen verwenden wir jetzt noch mehr Buttermilch. Da kommt gerade so ein kleiner Schuss zu der Creme Fraiche. Und dann noch Ahornsirup, auch gerade so ein Tad, das gefällt dir, ne? Was für ein Ding? Ein Tad. Ja, klar. Ein Tad hier, ein Pinch da. Ein Tad. Das ist, wie wir Franzosen in der Küche sagen, ein Filet, aha, ein Faden. Ja, genau, gerade so ein Schuss. Ein Schuss halt. Wollen wir nicht so einen Burger bauen, so ein Stacks, also so ja, Pancake, Ananas. Und dann Creme Fraiche drüber. Läuft so diese Creme Fraiche so wie... Beim Burger würde man sagen, so geschmolzener Käse. Do that. Boah. Wahnsinn. Und jetzt muss es so, ne? Also verkackst du jetzt nicht, ne? Ja, genau, du weißt, was ich meine. Es muss so in dünnen Fäden. Oh. Magst du einen Spritzbeutel haben? Nee. Okay, Ich glaube, hier in das Loch mache ich einen Klecks, in der Hoffnung, dass ein bisschen was runterläuft. Nee. Ich habe ja nur gesagt, verkack's nicht. Oh, schau, unter Druck entstehen Diamanten. Ist doch schön. Oh, ja, das sieht mega aus. Sau lecker aus. Gut gemacht. Geil. Besteck findest du? Oder wollen wir erst die Vorspeise machen? Ich würde jetzt essen. Ja, finde ich auch. Guck mal hier, Tina hat extra hier so grüne Sachen aufgehängt in meiner Küche. So ein Frauending. Mami, Minze oder ist das Petersilie? Das ist Koriander. Oh. Pflanzen wir jetzt hier ein Bäumchen. Brutal. So, wir verhackstückeln das Ding jetzt, das wird witzig. Und wie isst man dieses? So. Alter, sieht das geil aus. Ja. Muss hier nur die Mutti fragen. Ne? Und jetzt? Oh, mit Koriander. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Ich will wissen, ob du den Pfeffer schmeckst. Mm. Mm. Oh, das geht mir hier gut ab. Mm. Hast du schon Pfeffer gehabt? Nee, es könnte noch ein bisschen mehr Pfeffer sein. Finde ich auch. Die Ananas ist mega, aber. So. Ich
Gibt auch Outtakes bei Instagram? Ja, okay, gibt's auch. Guck weg, Dina. Alter, guck mal hier, genau hier ran. Also, was mich jetzt erstaunt ist, dass ich immer noch nicht auf die Pfefferspur gekommen bin. Sag mal, Kind, was ist denn nicht okay mit dir, mit der Esserei hier? Ich finde es mit dem Koriander ein bisschen zu strange, muss ich sagen. Ja, also ich finde, es könnte noch süßer sein. Ich finde auch, es könnte echt, also das ist jetzt jammern auf hohem Niveau, ne? Das ist eine tolle Erfrischung. Ich finde, dieser Ahornsirup und das Karamell kommt super. Pfeffer, hätte ich gedacht, ist dominanter. Mhm. Werde ich mir merken, fürs nächste Mal muss ich ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und es ist ein tolles Dessert, also da gibt es jetzt nichts zu motzen. Ne? Getreu dem Motto, life is short, eat dessert first, haben wir jetzt zuerst mal die Pancakes gegessen und haben uns jetzt nach draußen begeben, um die Hauptspeise zu machen. Was jibbet denn? Es gibt was eigentlich echt Cooles. Kennst du einen Bratapfel? Ja. Ich mache einen Räucherapfel und zwar einen pikanten. Mhm. Und dafür würde ich dich jetzt mal bitten, zuallererst erstmal hier so eins von diesen neuen Brettern zu entjungfern. Da steht drauf, mitnehmen als Geschenk. Die zwei Profi-Bretter. Das hat keiner gecheckt, außer mir. So, das sind diese ultra geilen Bretter, die der Mario mit seinem Freund entwickelt hat. Und jetzt lese ich euch kurz vor, was da drauf steht. Achtung, die sind hitzebeständig bis 175 Grad. Das heißt, ich kann die im Ofen verwenden, oder was? Du kannst die zum Beispiel, ich habe jetzt neulich mal eine Tarte warm gemacht, dann habe ich die einfach hier draufgelegt und mit in den Ofen gesteckt. Sau praktisch. So, mein Highlight, spülmaschinenfest bis 65 Grad. Was gibt's ein Geileres, als ein Schneidebrett einfach in die Spülmaschine zu tun? Ich hasse dieses, es nervt mich so. Stimmt. Jedes Mal das Spülen. Aber es geht noch weiter. Ja, es ist klingenfreundlich, robust und leicht. Nachhaltiger Naturfaserverbundstoff. What? Das erkläre ich dir. Das ganze Material nennt sich Ridgelite, kommt aus Amerika und hat sogar ein FSC-Siegel. Das heißt, es ist also wirklich sehr nachhaltig. Und dadurch, dass wir nicht auf Plastik arbeiten, sondern eben auf Naturfaserverbundstoff, was man jetzt deklinieren könnte in gepresstes Papier, hast du halt beim Schneiden auch nie in irgendeiner Art und Weise Mikroplastik im Essen. Du kennst das Wort Mikroplastik? Klar. Durch das Schneiden passiert es ganz oft, dass man gerade auf einem Plastikbrett diese kleinen Mikroplastikpartikelchen in seinen Salat, in sein Essen einarbeitet. Ja. Und das ist eben hier alles nicht. Aha. Und wenn du dich gut auskennst mit Skateboards, kennst du diese Halfpipes? Ich skate seit 15 Jahren. Echt? Nee. Okay. Das hast du mich fast gehabt. Dann weißt du vielleicht, aber so eine Halfpipe kennst du. Aha, ja, klar. Das ist das Material, aus dem diese Skateboard-Halfpipes gemacht werden. Und es ist deshalb auch so robust und leicht, weil es in Amerika auch in der Flugzeugentwicklung schon eingesetzt wurde. Also es ist echt so eine eierlegende Wollmilchsau und eignet sich bestens, um Äpfel auszustechen. Denn das wäre dein erster Job. Für diesen Bratapfel müssen wir jetzt erstmal so eine Füllung machen, damit wir dann den Apfel auch räuchern können. Und diese Füllung, habe ich mir ausgedacht, machen wir aus Cashewkernen und Blauschimmelkäse. Sind das gesalzene Cashews oder? Das sind gesalzene Cashews aus dem Snackregal. Sind ja leider echt gut teuer, diese Dinger. Das stimmt, ja. Aber in dem Snackregal, finde ich, ist es eine ganz coole Alternative. Ja. Und du machst eins schon völlig richtig. Du behältst bitte mal diesen Stöpsel, den du da rausziehst, im Ganzen. Ja. Weil da schneiden wir unten so die letzten 2 Zentimeter noch mal ab, um den dann wieder unten reinzudrücken, ja, okay, damit die Füllung nicht ausläuft. Ja. Dass wir sozusagen wie in der Badewanne den Stöpsel wieder reintun. Ja, genau. Denn ich habe nämlich zum Räuchern, es ist ja noch nicht genug, dass wir in dieser Schreinerei jetzt diese massiven Kopfholz-Eichebretter machen oder eben diese Möbel. Da machen wir diese Ritschneidbretter und um das Ganze vom Portfolio noch komplett zu machen. Wir machen auch Räucherbretter. Mhm. Das ist ein Holz, das heißt Rotzeder. Ja. Und ist beim Räuchern entwickelt es ein total cooles Aroma. Könntest du mal ganz kurz vielleicht dieses Teilstück hier, ich glaube, das reicht, in ganz kleine Würfel schneiden und dazugeben. Mhm. Und dann zeige ich dir mal, was ich gemacht habe mit der Rotzeder. Ich habe die nämlich hier in Wasser eingelegt. In der Barbecue-Szene ist es auch so der hottest Shit, irgendwie so auf Holz zu räuchern. Und man sollte dieses Holz, damit es eben nicht sofort anfängt zu brennen, wässern.
Ich habe jetzt ganz normales Wasser genommen. Das kannst du aber auch in Whisky, in Bier, in Wein einlegen. Finde ich aber alles viel zu schade. Und dadurch, dass es sich jetzt hier vollgesaugt hat, du kannst vielleicht schon mal dran riechen. Und das schnuppert, das Holz. Alter. Krass, ne? Das riecht wirklich krass. Das riecht krass und das ist... Was rieche ich? Rotzeder. So heißt die Holzsorte. Und hier drauf packen wir jetzt gleich die gefüllten Äpfel. Habe ich für dich alles vorbereitet. Ah, warte, das kriege ich Ärger mit Tina, ne? Warte, ich hole dir die Rolle für danach. Derweil stehe ich hier mit Blue Cheese am Finger. Thanks. War das jetzt hier, wird das noch zermanscht? Das soll noch so ein bisschen genau. Zermanscht werden. Weil sonst ist es zu grob. Und damit das jetzt gleich besser zum Füllen ist, bedienen wir uns hier so einem Einlegspritzer. Reicht das? Das reicht. Das reicht. Füllst du hier rein? In das Loch. Na, jetzt muss ich noch erklären, was zu tun ist. Nein, ne? Schneidest du unten auf und füllst den Apfel. Okay. Und dann platzieren wir den hier auf diesem getränkten Holz. Und dann werden wir gleich schnuppern können, wenn die Rotzeder anfängt, ihr Aroma zu verströmen, dass diese Aromen in den Apfel übergehen. Mhm. Auf deinen Wunsch habe ich das Rezept natürlich vegetarisch gestaltet. Ich habe das auch mal geübt. Und sowohl ich als auch Tina sind der Meinung, das kann man so machen. Noch geiler wäre es, wenn du jetzt vor dem Räuchern aber den Apfel noch mit zwei Speckscheiben umwickeln würdest. Ja. Dann ist es aber nicht mehr vegetarisch und es sollte ja vegetarisch sein. Ja, das wäre mir schon wichtig. So, und jetzt soll dieses Brett ja im Prinzip von unten anfangen zu kokeln. Mhm. Und du kannst die Äpfel drauf platzieren. Und dann machen wir einen Deckel drauf. Und jetzt müssen wir so ein bisschen ganzheitlich kochen oder grillen. Jetzt wird es gleich anfangen, dieses typische Aroma zu verströmen. Mhm. Dann habe ich hier Staudensellerie. Kannst du fein schneiden. Ne? Und dann machst du einen Salat und ich mache eine Mayo. Was kommt denn rein in eine Mayonnaise? Weißt du das? Ei, Gelb, Öl, Ende. Nee. Nee, Senf, Zitrone. Das ist ja eine Emulsion, ne? Also eine Verbindung von Sachen, die sich eigentlich nicht verbinden würden, nämlich Öl und Wasser. Mhm. Deshalb haben wir das Ei. Wir brauchen als sozusagen Klebstoff für die Emulsion etwas Senf und einen Schuss Essig. Ah ja. Wir können es aber auch, wir können auch gern tauschen. Wenn du glaubst, es wird. Nee, ich möchte das mal eine Mayonnaise machen. Okay. Schon lange, ich habe schon lange keine mehr gemacht mit der Hand. Das machst du immer. Ja, ich weiß. Mit der Zitrone. Guck mal, das ist Zitronenpressen für Fortgeschrittene. Sollte man aber wirklich nur machen, wenn man fortgeschritten ist. Auch die Messerführkunst beherrscht. Es empfiehlt sich, das jetzt für die ganzen Kinder zu Hause nicht so zu machen, sondern eine Presse zu benutzen. Aber ich finde das irgendwie so ganz cool, weil ich kann halt punktgenau steuern, wo die Zitrone hinläuft. So, was habe ich gesagt? Ein Eigelb. Selleriesalat fertig. Quatsch nicht. Guck mal hier. Hier unten siehst du jetzt, wie wunderschön da anfängt, diese Rotzeder zu räuchern. Und das ist dieses typische Aroma. Und jetzt machen wir Folgendes, damit der Rauch jetzt auch hier drinnen bleibt. Machen wir den Deckel zu. Ganz leichten Luftzug stelle ich nur ein und dann lassen wir den Apfel da drin einfach so 25 Minuten räuchern. Sehr gut. An den Salat muss ran Essig und Öl. Mhm. Aber statt Essig hätte ich gerne, dass du Zitronensaft nimmst. Mhm. Olivenöl habe ich da hinten, Salz und Pfeffer. Und ich versuche mal mein Glück mit einer Mayonnaise als Emulgator Senf. Und dann muss im dünnen Faden jetzt das Öl Tröpfchen für Tröpfchen reingerührt werden. Wenn man das jetzt zu viel Öl auf einmal reinrührt, dann passiert das, was wir in der Küche gerne... Komm, hau du das Wort raus. Abscheißen. Mhm. Und was bedeutet das rein physikalisch? Es trennt sich. Richtig? Es gerinnt. Es gerinnt, genau. Oh, ich bin ganz aufgeregt, habe ich echt ewig nicht mehr gemacht mit der Hand. Fangen wir mal mit einem Tröpfchen. Mayonnaise ist ja sowas, was viele nicht wissen. Weißt du, aus wie viel Prozent Fett eine Mayonnaise besteht?
Ja, ist ja schon saufettig. Also ich würde sagen 80. Saufettig ist richtig. 80 ist auch genau richtig. Bis zu 80% Fett kann eine Mayonnaise haben. Und wenn man das jetzt als junge, erfolgreiche Frau, so wie du, gerne ein bisschen entschlanken möchte, kann man diese Emulsion zum Schluss auch mit einem Löffel Creme Fraiche oder Joghurt ein bisschen dünner machen. Dann ist es nicht zu fettig. Aber Fett ist nun mal Geschmacksträger. Richtig. Kannst du mir auch mal ein bisschen Salz und Pfeffer reintun? Ja. Schon fertig mit dem Salat? Ja, du hast gesagt Öl, Zitrone, Salz, Pfeffer. Es muss aber noch Parmesan mit rein. Parmesan-Käse ist übrigens völliger Blödsinn, wenn man Parmesan-Käse sagt. Weil es ist so wie Jeanshose. Das Parmesan ist die Begrifflichkeit für einen Hartkäse. Oder Pilz. Genau, das ist auch Grana Padano. Genau. Und den würde ich jetzt gar nicht reiben, sondern ich würde es mit dem Sparschäler so leichte Löckchen abziehen, dass die dann so ein bisschen brechen und dem Salat die Würzigkeit geben. Ich liebe Grana Padano. Ich esse nicht Nudeln mit Parmesan, sondern ich esse Parmesan mit ein bisschen Nudeln. So, hier fängt es so ganz langsam an, jetzt läuft diese Emulsion. Das bei dir, ja? Und du siehst ja auch jetzt, die Farbe verändert sich von diesem gelblichen, wird immer ein bisschen weißer. Und je weißer die Mayonnaise ist, umso mehr Fett ist drin. Ja. Und das kannst du so lange machen, du steuerst auch mit der Zugabe des Fettes, also des Öls, die Konsistenz der Mayonnaise. Also eine richtig fettige Mayonnaise. Die steht von alleine. Ich möchte die aber eher so ein bisschen cremig halten. Und jetzt weiß ich noch nicht, mit was wir die dann zum Schluss aromatisieren sollen. Ich habe Basilikum im Angebot oder aber... Koriander. Nee, den haben wir fürs Dessert schon. Nee. Außerdem muss der Topf in der Küche hängen bleiben. Ja. Hast du alles von dem Blauschimmelkäse verwendet? Nee, ne? Nee, da war noch so ein bisschen übrig. Den reinschmelzen. Das würde ich eigentlich ganz geil finden, wenn wir den noch finden würden. Oder meinst du, ist das da nicht zu viel, Blue Cheese? Das ist jetzt eine Geschmackssache. Ne? Das ist ja, ich meine es jetzt auch nicht despektierlich. Kochen ist ja was anderes als backen. Ja. Das ist so eine Bauchsteuerung. Ich würde es auf alle Fälle gleich mal probieren. Mhm. Und wer natürlich jetzt kein Blue Cheese-Fan ist, der sollte grundsätzlich vielleicht dieses Gericht auch nicht nachkochen. Oder aber einfach den Blauschimmelkäse durch Speck ersetzen. Nur so ein bisschen. Er hat ihn auf keinen Fall weggeworfen. Nee. Auf keinen Fall. Ich habe ihn ordentlich zusammengelegt. Ja, der wird doch gleich cremig. Den ganzen Apparat. Nein, hier. Auf keinen Fall. Nur so ein bisschen, nur für die, damit es ein bisschen tasty wird. Wenn wir jetzt nicht Outdoor wären, würdest du das mit einem Stabmixer hochziehen, oder? Also ich bin jetzt ganz stolz, dass ich das immer noch so kann, wie ich es gelernt habe. Eine handgerührte Mayonnaise, eine klassische kalte Grundsoße. Und ich würde es aber, ich mache es mittlerweile echt auch mit einem Pürierstab, ne? Ja. Also alle Zutaten rein, dann mit dem Pürierstab unten erstmal das Eigelb emulgieren und dann mit dem Stab langsam nach oben ziehen. Ja, und das geht Sekunden. Ja, und mechanisch ist es ja genau das Gleiche, was ich hier mache. Ja. Rühren, 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 nur halt schneller. Mhm. Und ich will sie ja auch im Idealfall später über diesen Apfel noch laufen lassen. Das heißt, das wäre jetzt von der Konsistenz genug. Käse dazu, ja, mach mal so das bisschen. Und ich mache noch für die Frische ein bisschen. Magst du denn Blue Cheese? Ich mag den, aber in Dosen. Gibt's den auch in Dosen, ja? Was auch cool wäre jetzt zum Beispiel, wenn man noch so, du hast ja eben die Buttermilch verarbeitet, die übrig war. Mhm. Hier könnte man auch noch von der Sensorik her Blue Cheese und Buttermilch mit dem Apfel, das könnte auch geil schmecken. Mhm. Aber haben wir jetzt keine mehr. Nee. Und? Salz, Pfeffer? Probier du mal. Ja, ich meine, sie sind draußen. Ich weiß nicht, was fehlt. Irgendwas fehlt. Aber es fehlt was, ja. Ich kann dir genau sagen, was noch nicht rund ist. Du schmeckst noch sehr viel Säure. Ja. Finde ich zu viel. Ich wollte eben zu dir sagen Zucker, aber ich glaube, das gehört nicht rein. Doch. Ja. Du machst ja beim Backen auch an alles ja. mit Prise Salz. Mhm. Und um diese erste Spitze jetzt ein bisschen zu brechen, hole ich noch ein bisschen Zucker. Ich schlag noch weiter. Nee, die ist fertig. Ach so. Aber du könntest hier noch, ich hätte nicht gedacht, dass die so blauschimmelig schon ist. Ich finde, die ist noch ganz verhalten. Ich finde nicht, dass sie blauschimmelig Eben. Ist. Ja, genau. Also, dann machen wir noch rein. Hier so dieses, da ist so ein schönes Schimmelstückchen noch, genau. Edelschimmel. Oh ja, guck mal, hier passiert. Hier. Da unten, da fängt jetzt an, der Fruchtzucker auszutreten. Mhm. Das heißt, wir sind auf einem guten Weg.
Mario holt jetzt noch Zucker drin, damit wir die Blue Cheese Mayonnaise noch ein bisschen abrunden können. Ich will noch den Salat probieren und dann geht's schon ans Portionieren und wir können reinhauen. Also da muss Salz ran, sagst du? Bei mir musst du an den Salat musst du noch ein bisschen... Zucker habe ich mitgebracht, für mich. Gewürz. Ja, da habe ich schon dran gemacht. Guck mal, ob dir das reicht. Mm. Darf ich deinen Salat auch mal probieren? Ja. Ist ja dein Salat. Wie findest du die Kombi mit Parmesan lecker. Und knackigem Sellerie? Habe ich mir noch nie gemacht. Willst du auch noch Zucker oder sagst du, es ist gut so mit der Säure? Wie findest du die Säure? Findest du noch mehr? Mhm. Ja, ich finde es, will nicht zu zitronig werden. Und dann lass es. Ja. Ist ja dein Salat jetzt heute. Ist ja dein Salat. Ah, guck mal, du machst es so, ja. Geht auch. Hier, und das ist Gott sei Dank, hat jeder von uns einen ganz eigenen Geschmack. Mhm. Das ist nämlich eigentlich immer das erlaubt, was der Koch in dem Fall dann draus macht. Und hier ist es gleich soweit, da wird er gleich aufplatzen. Ich glaube, man sieht es, dass er richtig schön prall ist. Willst du, dass der Apfel so richtig weich ist oder möchtest du, dass der noch knackig bleibt? Ich möchte so genau dazwischen haben. Also der soll nicht so quietschen wie so ein Apfel, wenn du reinmeißt, aber der soll schon noch Struktur haben. Und ganz wichtig ist natürlich, dass innen drin die Füllung, wenn man dann aufschneiden, dass die Füllung halt warm ist. Ja. Und das erkennt man gleich, dass er so anfängt zu zerlaufen. Und ich bin mir eigentlich sicher, der wird gleich auch durch die Hitze noch mal so einen kleinen Riss kriegen. Das ist dann das Zeichen dafür, dass er fertig ist. Ja. Das ist übrigens eins der Worte, die man wirklich geübt aussprechen muss, ne? Rotzeder. Es gibt auch welche, die lesen dann das Ganze als Rotzeder. Oi. Ich mache jetzt einmal noch zu, dann können wir anrichten. Jo. Möchtest du oder soll ich? Mach du. Ich empfehle. Nee, mach du mal. Weil du hast es. Genau. Ich empfehle hier so, der Künstler stellt sich sein Bild vor. Mhm. Zentral mittig kommt der Apfel, ist klar. Mhm. Und jetzt empfehle ich hier so kleine Inseln zu pflanzen von diesem Sellerie. Parmigiano-Salat. Ja. Manche so ein bisschen länglich, so ein bisschen Bob Ross. Kennst du noch Bob Ross? Sagt mir was. Das war dieser Zeichner. Ach ja, klar. Der mit so einem weißen Blatt Papier angefangen hat. Habe ich immer bei meiner Oma gesehen. Easy like that. Ja. Und immer eine ungerade Zahl. Eine ungerade? Ja. Also lieber 5 statt 4. Jetzt holen wir den Apfel. Oh, jetzt kriegt er gerade so ein schönes Aroma. Lassen wir jetzt hier auch so ein bisschen runtergluckern. So, so ganz leicht. Und hier die Zwischenräume. Jetzt machen wir ein bisschen was. Jetzt könnten wir noch, wenn wir wollen. Nee, will ich aber gar nicht. Nee, ich würde hier so einen. Einen? Einen so einen. Ja, weil ich habe den. Ich habe einen voll schönen. Oh, ich habe hier einen mit Dings dran. Ja, der ist schön. Wahnsinn. Man könnte geneigt sein zu denken, es ist ein Bratapfel mit Vanillesoße. Das sieht nämlich fast genauso aus. Und ein bisschen Sellerie. Aber es ist echt ein pikanter Bratapfel. Und ich bitte dich, hau doch einfach mal rein. Weil ich habe es ja gestern schon probiert. Ah, der ist in der Mitte noch. Ach, geil. Der ist Hammer. Ist natürlich auch sehr schön ausgestochen, muss ich sagen, Frau Kürten. Oder? Man hätte es nicht besser machen können. Wahnsinn. So. Jetzt die Kombi aus Käse, Nüssen und Apfel. Und Sellerie. Eigentlich ein Waldorfsalat 3.1. Ja. Mmh. Auf keinen Fall zu viel Käse. Mmh. Mmh. Ja, wir können nicht mehr reden. Wir essen jetzt. Pünktlich zum Drehschluss kommt dann doch noch mal die Sonne raus, während der Mario und ich jetzt unseren Bratapfel zusammen essen. Mir hat das großen Spaß gemacht, Mario. Die Ausgabe Gotaska, Kürten, Kochen. Ich hoffe, es ist nicht das letzte Mal gewesen. Mir hat es auch Spaß gemacht. Und mal so ein Tipp von mir an euch. Rezepte gibt es ja bei dir. Mhm. Nicht nur Fotos gucken, sondern mal nachkochen. Viel Spaß. Und wir brauchen jetzt nur noch einen, der die Küche aufräumt. Ja. Hm. Ob das so klappt? Aha, I doubt it. Hm. Hm.